Ah ja, mir gefällt dein Gesicht, Möbius. Du weißt nicht, wie es weitergeht, stimmt's, alter Mann? Da stehst du, ohne deinen verdammten Stab. Ich nehme an, die Dinge entwickeln sich nicht so, wie du hofftest. Ungewöhnlich, dass dich die Fliege in deinem eigenen Netz angreift, stimmt's? Kein schädlicher Einfluss hat deinen Verstand vergiftet, Raziel. Nun witterst du überall Verrat, selbst bei den engsten Verbündeten. Wir waren niemals Verbündete, Möbius. Verschwörer vielleicht. Nur kurz. Warum hast du Kain nicht getötet, als du es konntest? Er war in deiner Gewalt. Stimmt. Ich hatte die Wahl und entschied für Gnade. Und jetzt kenne ich dein schmutziges Geheimnis. Die Bedeutung dieser Verschiebung, die ich spürte, als die beiden Reaver sich vereinigten. Seltsam, dass ich die Wahrheit von Kain erfuhr und nicht von dir. Tatsächlich lernte ich viel mehr, als du dachtest. Ich weiß nun, wie du versucht hast, die Geschichte für deine persönlichen Zwecke zu verändern. Doch nun liegen alle deine schmutzigen Pläne in Trümmern, nicht wahr? Und das alles, weil man meinem Willen folgte, anstatt den Bitten und dem Flehen so vieler nachzugeben, die alle den gleichen, ermüdenden Refrain anstimmten: Töte Kain! Ich gehe von nun an meinen eigenen Weg, Möbius. Ich werde die Wahrheit entdecken, die hinter all dem steckt. Mit diesem voreiligen Akt verdammst du uns alle. Nicht voreilig. Ich brauche allen Willen, den ich besitze. Hat meine Weigerung, Kain zu töten, die Karten in deinem Spiel neu gemischt? Glaubst du wirklich, aus dir spricht ein freier Wille, Raziel? Du bist doch nur Kains Diener. Ich diene ihm nicht. Ich habe ihn lediglich nicht getötet. Raziel, vergiss dein eigentliches Ziel nicht. Du bist auserkoren zum Retter Nosgoths. Oh, diesen Satz kann ich langsam nicht mehr hören. Und was die Rettung von Nosgoth angeht, so sehe ich keinen Grund zur Aufregung. Und von nun an wähle ich meine eigenen Ziele, Zeitstromlenker. Zur Abwechslung werde ich jetzt einmal dich manipulieren. Geh. Da hinein. Was tust du da? Komm schon, Möbius. Du bist doch gerissen. Das ist kein Problem für dich, nicht wahr? Ich verlasse dieses Zeitalter. Du wirst diese Maschine in Gang setzen und mir eine Passage verschaffen. Ich will die Welt sehen, bevor die Seraphan ihren Kreuzzug begannen. Und was ist mit Kain? Du lässt deinen Auftrag im Stich. Töte du ihn, wenn es so verdammt wichtig ist. Du musst lediglich die beiden Pole des Schalters berühren, um deine Zeitreise zu beginnen. Doch bedenke dringend, dass... Du hast deine Überzeugungskraft verloren, alter Mann. Verfaule hier und vergiss mich. Selbst als ich aus diesem infernalischen Zeitstromraum emporstieg, fürchtete ich Verrat. Die Festung war unbewohnt, heruntergekommen und verlassen.